Schülerinnen und Schüler der 3C, um ein bisschen Abwechslung zu den Elfchen anzubieten, jetzt was ganz, ganz Pragmatisches nennt man das aus dem Übungsmäppchen. Hier siehst du die Lösungen zu den Adverbien. Und noch einmal als kleine Hilfe für dich, wie das überhaupt funktioniert. Am einfachsten ist es, indem du immer überlegst, mit welchem Fragewort kann ich nach dem jeweiligen Adverb fragen. Also hier noch einmal Lokaladverbien erfragst du mit wo, wohin oder woher. Das kannst du ja selber als Übung jetzt bei diesen Adverbien durchprobieren. Die Temporaladverbien erfragst du mit wann oder wie lange. Die Modaladverbien mit wie oder womit. Und schlussendlich die Kausaladverbien mit warum. Das Ganze ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn es in einem Satz zu erfragen ist. Und dazu hast du gleich auf der nächsten Seite dann die Übung, die Nummer 3. Die werde ich dir dann am Nachmittag ein bisschen genauer vorstellen. Das geht nicht so mit der Bildschirmaufnahme. Das muss ich dann mit dem Handy und dem Stativ machen. Vergiss bitte nicht auf die zweite Übung von dieser Seite. Du hast unten noch den Auftrag, dass du nun mit 12 ausgesuchten Adverbien einen Satz bilden sollst und bitte dabei aus jeder Spalte 3 verwenden. Wenn dir das schwerfällt, kannst du natürlich ein bisschen variieren und bei den Lokaladverbien und bei den Temporaladverbien eher welche verwenden als bei den doch zugegebenermaßen bisschen komplizierteren Modal- oder Kausaladverbien. Ich wünsche dir dabei viel Glück und melde mich wieder mit einem zweiten Video bei dir in wenigen Minuten, vielleicht auch Stunden.